Und jetzt sind wir in Spanien. Woo! Die ersten Berge sind geschafft. Sind jetzt auf 110 Höhe von 0. Aber innerhalb von 2 Kilometern oder so, keine Ahnung, das war mega steil. Eins, zwei, drei sind wir gleich fertig. Genau, eins, zwei, drei, jetzt sind wir fertig los. Hola! Buen camino! Merci! Hello! Hola! Jetzt da hinten ein letzter Blick aufs Mittelmeer. Das sehen wir dann wieder, wenn wir in Portugal sind. Das ist Atlantik. Atlantik, nicht Mittelmeer. Mittelmeer haben wir noch nicht gesehen. Mittelmeer kommt noch. Cut. Die Berge machen mich fertig. So, wir haben ein Problem zu lösen. Direkt neben der Straße hier ist ein Feigenbaum und die sehen ziemlich gut aus. Aber wir kommen da nicht ran. Ich glaube, ich muss gleich probieren. Dann geht's so. Geht's so? Bleh. Nee, die sind... Entweder noch nicht reif? Ganz reif, ne? Nicht gut. Bleh, ne. Kein guter Feigenbaum. Na gut, was versucht wird. So, jetzt gibt es hier eine kleine Abkühlung am Wasserfall. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Via Verde, Ferrocarril, Santander, Mediterrano heißt der. Das ist halt wie gesagt so eine alte Bahntrasse. Und die ist eigentlich auch irgendwie viel, viel länger und die wollen sie irgendwie komplett als Fahrradweg ausbauen. Aber bis jetzt haben sie irgendwie nur das Stück, was wir jetzt fahren, naja, so halbwegs als Radweg ausgebaut, würde ich mal sagen. Das ist so eine Schotterpiste. Lässt sich drauf fahren, aber könnte besser sein. Aber die restlichen Strecken, die sind irgendwie halt, also gar nicht befahrbar mit dem Rad. Aber das wollen sie noch machen. Dann geht das Ding irgendwie fast von der Atlantikküste im Norden von Spanien bis in die Nähe von Madrid. Irgendwie so, glaube ich. Sind jetzt knapp 30 Kilometer gefahren, ne? Oder? 30 Kilometer gefahren, gut 100 Meter hoch auf dem Fahrradweg da. War sehr schön, tolle Landschaft. Und jetzt sind wir hier an der Quelle. Da hinten gibt es schön frisches Wasser. Und es gibt 3 Kilo Pfirsiche. Ja. Thank you.
Essen ist fertig. Tortillas mit diesen Tortilla-Chips, Tomaten, Bier, 500 Gramm Reis mit Knoblauch, Pilze, Zwiebeln und Tomaten. Geil. Alles aufgegessen, war richtig lecker. Wir haben mal zusammengerechnet, das waren ungefähr 4100 Kalorien, also 2050 Kalorien so ungefähr pro Person. Und ja, wir können uns kaum noch bewegen, oder? Ja, das Zählen muss doch aufgebaut werden. Ja, wir haben uns nicht so einen guten Zeltplatz ausgesucht. Nach ausgiebigen Tests des Poolgeländes hier haben wir beschlossen, dass wir heute einfach hier bleiben. Wir sind jetzt 20 Kilometer oder so gefahren. 25, aber halt die ganze Zeit bergauf, 400 Höhenmeter gemacht. Es geht jetzt eigentlich bis Portugal komplett bergab. Und daher ist es eigentlich ganz egal. Deswegen haben wir gesagt, wir bleiben jetzt hier und stellen hier nachher unser Zelt auf, kochen hier und chillen hier am Pool. Einfach richtig geil. Also es ist irgendwie so ein natürlich angelegter Pool. Hier ist irgendwie eine Quelle irgendwo und das Wasser läuft hier quasi die ganze Zeit rein und läuft hier vorne durch so einen kleinen Abfluss kontinuierlich wieder raus. Also das Wasser wird quasi die ganze Zeit ausgetauscht und ja, ist total geiles Wasser. Also ohne Chlor und all so ein Zeug, einfach ganz frisches Quellwasser. So, heute kochen wir mal über offenem Feuer das erste Mal. Funktioniert eigentlich ganz gut bis jetzt. Haben hier unsere zwei Dosen vom Mittag als so Podest dahin gebastelt, dass der Topf da drauf stehen kann. Oh, funktioniert gut. Heute der Tag war richtig, richtig entspannt, richtig chillig hier. An unseren zwei Pools bauen wir unser Haus hier gleich noch nebenan auf. Und dann haben wir ein Haus mit zwei Pools. War heute den ganzen Tag keiner da. War richtig cool. Hat hier jetzt irgendwie die letzten Stunden noch so eine Poolparty stattgefunden. Und wir haben dann irgendwie noch ein Lagerfeuer gemacht und dann kamen irgendwelche komischen Dorfbewohner. Und die haben dann irgendwie rumgestresst, dass wir das Feuer ausmachen sollen. Und dann haben wir das Feuer ausgemacht und hier irgendwie weitergechillt. Und dann kam jetzt irgendwie die Polizei an. Und die haben auch noch irgendwie mit uns versucht zu sprechen. Die sprechen ja alle kein Englisch, das ist irgendwie unvorstellbar.
Auch die jungen Leute hier, die sprechen alle kein Englisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob die das nicht in der Schule lernen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall Ende vom Lied jetzt. Wir müssen jetzt hier unser Zelt abbauen, alles aufräumen, wieder auf unsere Räder packen. Und die haben uns irgendwie gesagt, wir sollen zu irgendeinem komischen Hostel da fahren, 4 Kilometer weiter. Und da irgendwie schlafen, aber ja, keine Ahnung. So, wir sind jetzt noch ungefähr 10 Kilometer weiter gefahren und haben hier jetzt irgendwie einen neuen Platz gefunden. Halbwegs unter der Autobahnbrücke, irgendwie ist laut hier und ja, Stimmung ist auch irgendwie nicht so gut. Irgendwie bei mir zumindest, irgendwie, ich bin ganz schön angepisst. Guten Abend und hallo aus Portugal. Hola. Hola, nach wie vor, aber ein bisschen anders geschrieben, anders betont irgendwie, aber irgendwie hört sich das genauso an. Hola. Ziemlich beschissene Wege hier jetzt. Müssen wir schieben. Aber die Karte sagt, dass man da vorne gleich irgendwie vielleicht wieder auf die Hauptstraße kommt, dass wir hier runterkommen. Oh. Ja, nicht so geil. Aber bis eben war der Weg cool. Ja, frisch gewaschen und gestriegelt. Wunderbar. Wir sind hier am Campingplatz angekommen. Haben beide eine schöne Dusche genommen. Und Olga ist jetzt noch dabei, ein bisschen die Wäsche zu waschen. Und wir müssen dann gleich noch irgendwie so knapp 5 Kilometer oder so, denke ich, fahren aus der Stadt raus. Und da suchen wir uns einen schönen Camping-Spot. Boah, die Dusche tat echt gut. Also ja, die letzten Tage irgendwie immer mal so im Fluss geschwommen oder so oder in irgendwelchen Seen. Auch mal die Haare gewaschen oder so. Aber so eine richtige Dusche ist echt schon länger her, ne? Wann hatten wir die letzte Dusche? Frankreich? Ja. Frankreich? In Spanien und Portugal. Es ist im Moment so heiß und trocken, dass hier überall Waldbrände sind. Und da vorne brennt es auch ein bisschen. Man sieht das von hier nicht so richtig, den Rauch haben wir eben gesehen. Aber hier fliegt jetzt die ganze Zeit so ein Hubschrauber lang, der versucht das irgendwie zu löschen. Wir sind natürlich doppelt vorsichtig mit unserem Brenner. Haben gestern gar nicht gekocht, sondern Baguettes quasi einfach gegessen, also kalt. Und heute haben wir uns hier so einen Platz ausgesucht, extra auf so Stein, damit da ja nichts passiert. Morgen, heute geht's nach Porto, endlich wieder ans Meer. Juhu, endlich wieder Campingplätze mit Duschen. Genau, Schaf braucht auch unbedingt eine Dusche. Wir hatten ihn einen Tag irgendwie draußen gelassen, als wir über so staubige Straßen gefahren sind. Der ist total dreckig geworden. Wir müssen ihn unbedingt waschen. Ja, Landstreicher schon. Guten Morgen aus Porto. Wir sind gestern Abend hier angekommen und haben hier unser Zelt aufgeschlagen. Unter irgendwie so einer Eisenbahnbrücke hier
aber mit einer ganz netten Aussicht und ja, die Nacht war auch ganz okay. Genau, und immer noch in Korke, was auch ein Vorteil. Genau, und halt, ja, also ziemlich... günstig in Porto. Ziemlich günstig in Porto, ja, also in der Stadt. Wir müssen jetzt 1,5 Kilometer oder so bis zum Touristenbüro fahren. Das hier ist die Form, da füllen wir das gleich rein. Genau. Das ist unsere eigene Kreation, das wird danach patentiert. Kuchen zum Mitnehmen. Der Fahrradfahrerkuchen. Tankstelle gekauft. 1 Liter. Welchen nehmen wir? Gasolina. Das haben wir jetzt Diesel. Gasolina. Normal. This one. It's a special. Ah, okay. Wir sind jetzt auf unserem Weg nach Lissabon und wir haben jetzt noch ungefähr 80 Kilometer, das müssen wir in 2 Tagen ungefähr schaffen. Oder ja, heute ist Donnerstag, ja ne? Heute ist Donnerstag, ne? Genau, und Samstag müssen wir in Lissabon sein, da haben wir ein Airbnb-Apartment und da besucht Olgas Mama uns dann und da machen wir dann ein paar Tage Urlaub. Und jetzt sind wir hier gerade, ja, wie gesagt, 80 Kilometer vor Lissabon. Und Lene ist da, meine Schwester. Die besucht uns. Und wir kochen uns einen Riesentopf Chili. Und trinken ein paar schöne Bier. Und machen uns einen schönen Abend. Wir sind in Lissabon. Machen jetzt gerade Pizza. Michel steht in der Küche im Rauch. Ja. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Backofen hier. Und gucken wir, ob wir hier einen Steinofen-Pizza rauszaubern. In unserem Airbnb-Apartment und ihr habt eben schon unsere Pizza gesehen. Die ist jetzt fertig. Wir werden jetzt fleißig Bilder gemacht. Die ist richtig geil geworden, glaube ich. Da hinten Aussicht über die Brücke, ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Naja, diese bekannte Brücke halt in Lissabon. Und jetzt gibt's hier schön Pizza und Bier. Olgas Mama ist da und Lene ist da. Und Olga ist da, Lene meine Schwester. Und jetzt machen wir uns einen schönen Abend. So, jetzt sind, ich glaube, 4 Tage oder 3 Tage vergangen.
seitdem wir Pizza gegessen haben. Wir hatten eine schöne Zeit in Lissabon und sind gestern rausgefahren aus der Stadt, ungefähr 20 Kilometer. So, wir sind jetzt am Teo und wir sind eben an einer an irgendwie so einer Tomatensoßenherstellungsfirma oder sowas lang gefahren. Und da kam ein riesen LKW nach dem anderen voll beladen mit Tomaten, also keine Ahnung, 5 Tonnen oder sowas pro LKW. Und die standen da in der Reihe. Es war unglaublich, so viele Tomaten haben wir nicht gesehen. Kaktusfeigen. Ich war auch nicht so richtig im Klaren drüber, wie die wachsen. Aber wie das der Name sagt, ja, wachsen die halt an so einem Kaktus. Mal gucken, wir schauen mal, ob wir da eine kriegen. Also Problem ist hier, die ganzen kleinen Stachel. Mal gucken, wie viele Stacheln ich heute aus deinem Hintern rausnehmen muss. Hallo Spanien! Feigenbaum, unser Mittag gesichert. Sehr geil. So, für heute Abend unser Haus am See. Der Ausblick hier aus unserem Fenster. Kühlschrank steht auch wieder. 4 Bier drin. Hoffen wir mal, dass wir die schön kalt bekommen. Am letzten Mal hat es eigentlich ganz gut geklappt. Aber ich bin zuversichtlich. Es ist schön heiß, wir haben schön kaltes Wasser. Sollte passen. Warte, die Küche wird hier auch schon langsam in Betrieb genommen. Ja, guck mal. Es gibt wieder schön Kartoffeln. Mit? Mit Gurken, Tomatensalat, eingelegte Paprikas, was hier irgendwie so eine Spezialität ist, und Senf. Sehr gut. So, jetzt ist es passiert. Der erste platte Reifen nach knapp 6000 Kilometern. So, mein Reifen hat es leider auch erwischt. Gerade, es steht hier jetzt ein bisschen und die Luft geht da langsam raus. Die guten Dinge sind drei. Olgas Vorderrad hat, während wir jetzt hier die anderen zwei Reifen repariert haben, auch noch ein bisschen Luft verloren. Ist auch noch mal kurz gecheckt und auch da ist noch ein
kleines Loch drin. Gut, dann haben wir jetzt hoffentlich erstmal Ruhe, wenn wir das dritte Loch dann auch noch geflickt haben. So, jetzt sind wir hier vorne auch durch und haben gerade sind gerade dabei, irgendwie noch aufzupumpen, und just in dem Moment, wo Olga damit anfängt, zischt das auf einmal im Hinterrad, was wir gerade geflickt haben und aufgepumpt haben. Und jetzt ist der Schlauch noch einmal gerissen oder geplatzt oder wie auch immer man das nennen will. Also nochmal Hinterrad ausbauen und neuen Schlauch einziehen. Juhu. Haben wir ja zum Glück alles dabei. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber irgendwie jetzt auf einmal drei Platten und ein gerissener Mantel, ein geplatzter Mantel. Nicht Mantel, Schlauch. Naja, gute Übung. Kilometer heute gemacht ungefähr. Jetzt einen mega geilen Platz gefunden. Hier stehen unsere Fahrräder, hier ist so ein bisschen Sandstrand und hier haben wir so einen geilen Bach. Das Wasser ist so dermaßen klar. Boah. Einfach obergeil. Zieht euch das rein. Einmal neue Schläuche gekauft. Nach 10 Tagen Barfußlaufen habe ich wieder neue Schuhe. Guck mal, wie lange die halten. So, wir sind gestern hier in Madrid angekommen und haben den Nachmittag in einem Café verbracht und haben dann noch ein bisschen gearbeitet, und gestern Abend sind wir zu unserem Warm Showers Host gefahren, Carlos und Inma, ja, und haben zusammen mit denen gegessen und noch ein bisschen geschnackt, ganz nett. Und heute gucken wir uns Madrid an, machen ein bisschen Sightseeing zu dritt mit dem Schaf, genau, der ist auch dabei. Er ist schon ganz aufgeregt. Morgen. Wir sind gestern erfolgreich aus Madrid rausgefahren. Ungefähr, ja, gut 40 Kilometer gefahren. Und haben unser Zelt hier in so einem kleinen Wald irgendwie aufgestellt, auch mit so Tischen und so weiter, und haben geguckt, wie wir jetzt weiterfahren wollen, und haben eine ganz schöne Route, glaube ich, gefunden bis nach Barcelona. Geht weiter, schön bergauf. Oh, jetzt schon. Über 900 Höhenmeter.
oder auf 900 Höhenmeter, ach, keine Ahnung, wie man das sagt. Ist auf jeden Fall ziemlich anstrengend. Wir sind hier irgendwie vor so einem verlassenen Restaurant und es gibt Melone. So, 3:45 jetzt, weiter geht's. Haben wir uns noch vorgenommen, ungefähr, ich glaube, 33 Kilometer zu fahren. Dann sind wir am Wasser wieder. Gucken wir mal. Ja, geht, glaube ich, oder? In der Wärme. Nicht so heiß heute. Es ist jetzt nur 39 Grad. Guck mal, fast wie im Winter. Eine Sonne, das ist richtig gut. Einen Baum gefunden mit einer Dreierkombi. Also es gibt hier Weintrauben, so ein paar. Guck mal, da unten drinnen. Da sind die großen. Es gibt da noch mehr Weintrauben. Es gibt Brombeeren. Und eigentlich ist das Ganze halt ein großer Feigenbaum. Also genau das Richtige für uns. Am Theo gelandet. Also der Fluss verfolgt uns irgendwie, obwohl wir es so, gleich so richtig bewusst machen. Und es ist wieder wunderschön. Passt auf. Zieht euch das mal rein. Gut 70 Kilometer gefahren, teilweise auch wieder richtig anstrengend, bergauf ohne Ende. Aber jetzt die letzten 20? Ja. Irgendwie so die letzten 15, 20 Kilometer richtig schön ganz langsam bergab, so dass man dann schön ein bisschen mittreten konnte und so, ja, knapp 30 die ganze Zeit gefahren ist, das ja ziemlich gut. Haben wir uns noch ein paar Bier gekauft. Jetzt kochen wir uns Kartoffeln mit Paprika. So, zuerst Zwiebeln und Paprika anbraten und dann kommen die Kartoffelstückchen da gleich zu und dann die Tomatensauce.
geschafft. Der letzte Berg. Jetzt geht's bergab. Oh, da sieht man schon das Meer. Wir sind am Mittelmeer. Sieht richtig gut aus. Richtig schönes Wasser. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, es regnet gleich. Übernachten wir heute. Hier ist ein kleiner Picknickplatz oder so. Da vorne sind auch noch irgendwelche Bänke. Und ich denke, wir stellen da vorne noch schön unser Zelt auf und haben hier einen ziemlich geilen Ausblick. Mal sagen. Vor uns sind Enrique und Alejandra. Die haben wir gestern Abend bei unserem Campingplatz, bei unserem Campingspot getroffen. Die kamen da an mit ihrem Tandem. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und nachher im Endeffekt zusammen gegessen und da auch zusammen gezeltet. Und die beiden fahren mit ihrem Tandem von Spanien in der Nähe von Valencia bis nach Italien. Nach Florenz und fahren jetzt gemeinsam erstmal die letzten Kilometer bis nach Barcelona, das sind ungefähr noch 30 Kilometer und dann gucken wir mal. Ziemlich nett die beiden, echt cool. Zwei Tage hier in Barcelona und jetzt geht's weiter für uns. Wir werden heute noch hier ein bisschen in irgendeinem Café oder so, denke ich, uns irgendwie niederlassen und ein bisschen arbeiten. Kilo Pfirsiche. Die haben hier fahrradfreundliche Größen. Gut, gut. So, wir nähern uns jetzt langsam der Grenze. Nach, ich weiß gar nicht genau, ungefähr so 4-5 Wochen oder so, glaube ich, insgesamt in Spanien. Mit kurzer Unterbrechung in Portugal. War richtig toll, wir hatten die ganze Zeit gutes Wetter. Am, ich glaube, zweiten Tag hat es geregnet, als wir in Bilbao waren. Ab dann war nur strahlender Sonnenschein.
Wir haben es richtig genossen hier. Richtig geile Landstraßen zum Fahrradfahren mit breiten Seitenstreifen. Zwischendurch auch ein paar Fahrradwege. Überall Trinkwasserquellen. Wir haben immer Wasser gehabt. Natürlich jetzt im Hochsommer hammergeiles Obst hier gehabt. Es war traumhaft. Madrid und Barcelona, Warm Showers, war auch richtig gut. Richtig nette Leute kennengelernt. Und jetzt, noch ungefähr 10 Kilometer oder so, glaube ich. Und dann sind wir wieder in Frankreich. Also auf jeden Fall eine fette Empfehlung an Spanien fürs Radreisen. Richtig, richtig gut. Und auch im, wann waren wir denn jetzt hier? Im Juli, August, September. Auch da geht's klar. Es ist zwar mega heiß, teilweise bis 45 Grad oder so. Aber in der Zeit fährt man dann einfach nicht. Man fährt morgens und abends. Und dann passt das und das ist geil. So, wenn euch das Video gefallen hat, würde es uns freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Das Video teilt, kommentiert, uns abonniert und ja, für mehr auch auf Facebook und Instagram, auf unserem Blog könnt ihr alles nochmal nachlesen, Fotos angucken und so weiter. Bis dann!